Wenn sich das Gesicht öffnet und die Kinder wirklich anfangen zu lachen und zu strahlen, dann ist das Sonnenaufgang. Das ist einfach wunderschön. Ich bin Anke Küpper und ich bin seit 2001 als Clownin tätig. Es war immer so, dass die Kleinkunst, das Clownsein, der Zirkus, das Theaterspielen ein Teil von mir gewesen ist. Und mit dem Dasein und dem Reinfühlen und dem Strahlen und der Freude, die ich einfach mitbringe als Figur und der Buntheit und der Fantasie, die ich aber ganz zurückhaltend erstmal darstellen kann, locke ich Kinder und Eltern. Oft dürfen wir ja im Duett spielen und sind eigentlich ein bisschen wie eine Großfamilie, würde ich jetzt sagen, im Klinik-Clown-Verein. Was heißt denn Hallo auf Rumänisch? Buna. Buna? Buna. 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 Sag Buna. Buna. Hast du? Ja, ich habe Buna und Pa. Buna. Pa. 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 Buna. Du bist ja jemand, der die Situation verändern kann mit dem Kind. Und da bleibt das, was dabei entstanden ist, mehr im Kopf als die Biografie, die eigentliche Erkrankung. Ganz viele schöne Bilder. Kriegen wir jetzt die Bilder wieder? Ich nehme ihn auf. Das Buch geht jetzt sofort auf. Zauberer. Ist das der Schlumpf? Jetzt müssen wir die alle ausmalen. Oder meinst du, wir können auch Farbe reinzaubern? Farbe reinzaubern! Ja. Mataba sind die Antemalt. Kann ich auch mal? Gucken wir rein, warte ich mal auf. Angemalt! Angemalt! Mein Name ist Ralf Höhne und im Verein Klinik Clowns Hannover e.V. bin ich als künstlerischer Beirat tätig. Das heißt, ich begleite die Clowns in ihrer Arbeit, ich coache sie auch und unterstütze den 7-köpfigen Vorstand mit Netzwerkarbeit auch zu anderen Vereinen im Bundesgebiet. Und in dem Zusammenhang auch werde ich dann engagiert von anderen Klinik Clown Vereinen, weil eins meiner Hauptarbeitsgebiete eben halt speziell die Ausbildung für Klinik-Clowns oder Clowns in Medizin und Pflege ist. Der in der Mitte steht oder die in der Mitte steht, ne, muss jemand anschauen, auf ihn zeigen und ganz schnell Billy Billy Bob sagen. Nur wenn du zu spät bist, musst du rein. Okay? Also, Billy Billy Bob. Billy Billy Bob. Hm? Billy Billy Bob. Billy Billy Bob. Schlag eine Bewegungsart vor. Ja, genau. Und wir machen es nach. Extra für dich. Ich heiße Beate Brennicke-Köhler und bin seit 10 Jahren Klinik-Clown hier in Hannover. Wenn die Nase aufgeklebt ist, dann bin ich funny. Und da vergesse ich all die Schwierigkeiten, die ich sonst habe, und das ist eine unglaubliche Leichtigkeit. Und das ist eine Arbeit, die macht sowas von zufrieden. Ich schraube den richtig zusammen und dann... Jetzt, bitte. Nein. Manchmal geht es den Kindern so schlecht, dass sie gar keine Kraft haben, um sich auf den Clown einzulassen. Und dann bleibe ich trotzdem da und setze mich einfach mal dazu. Natürlich nehme ich auch Kinder mit nach Hause in meinem Herzen. Und es gibt auch viele Kinder, die in meinem Herzen wohnen und die nicht mehr hier sind. Man lernt bei dieser Arbeit, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist Gesundheit. Wir nehmen die. Ich tue die hier in die Mitte. Und zähle bis 3 und dann pustest du, okay? Mal sehen, was passiert. 1, 2, 3. Wow!
Papageilöwe. Ja. Such mal eine Farbe aus. Blauen Löwe. Ja, warum nicht? Dem kannst du alle Schimpfwörter beibringen, die du kennst. Mein Lieblingsschimpfwort ist ja Spitzensocke. Nicht schlecht, oder? Ja, das ist wahr. Hey, was guckst du? Bitteschön. Für Clowns ist ja immer jeder Tag der schönste Tag im Leben und das funktioniert einfach. Klinik-Clowns sollte man unterstützen, weil sie eine wunderbare Ergänzung sind zu dem Angebot im Krankenhaus. Also natürlich sind wir erstmal froh und dankbar über jede Spende, weil es ist einfach so, wir sind zu 100% von Spenden abhängig. Also für mich als Elternteil heißt der Besuch von einem Klinik-Clown, dass in der ganzen Warterei oft viel Ablenkung ist. Es ist ja so, dass man halt viel warten muss, sehr viel warten muss im Wartezimmer. Und Fanny oder die Clowns, die machen das für die Kinder viel kürzer. Wenn die Clowns auf Station sind, ist es für uns auf jeden Fall was zum Spaßen da, für die Kinder genauso. Die lachen danach und sind gut gelaunt. Und für unser Team ist es zwischendurch eine Aufmunterung auch.